Ich bin mal gespannt, was passiert, ey. Bist du noch am Laden? Ja, natürlich bin ich noch am Laden. Na gut, bis das Spiel rauskommt, das wird eh erst irgendwann frühestens im Dezember, eher Anfang nächsten Jahres sein. Ich gehe mal eh von Mitte, Ende nächsten Jahres aus. Ja, der Multiplayer-Part auf jeden Fall, aber die Kampagne. Ja, da müssen wir mal schauen, wann die kommt. So, mal kurz gucken, ob er das Video verarbeitet hat. Ey, ich sehe was. Ich höre Musik. Das ist alles super leise bei mir. Habe hier was gefunden, wo steht Opening Soon, dass da wohl reinkommt. Weiß, dass es irgendwie noch einen Waffenladen und alles solche Dinge gab. Den gibt es auch schon auf Port Olisa. Okay. Das kann ich mir aber alles nicht leisten, weil ich keine Credits habe. Ich bin gerade in meiner Koje aufgewacht, Alter. Wo. Was hab ich hier? Mein Kleiderschrank. Aber nice, da hab ich meinen Helm auf. Ja, habe ich auch. Hey! Kann das sein, dass du das bist, der da raus ist? Ja, wenn du da in der Ecke stehst, dann ja. Hallo! What the fuck, erstmal umrennen. Ja. Gab's irgendwie Emotes schon? Ich meine schon, aber wie? Erstmal nachgucken. Was hast du gemacht? Ich war gerade im Menü. Kannst nicht sehen. F12 kannst du den Chat aufrufen und dann einfach Enter und dann Slash Dance zum Beispiel. There. You point something out. Oh ja. Yeah. What the fuck? Der kennt Hello nicht? Die Clip. Das Slow Clip. Sehr gut. Ah, das Wichtigste kann er. Dance, dance. Du wippst so ein bisschen hin und her. Ja. Beste tanzen kann ich auch nicht. Lachen kann er, das ist auch gut. Ja. Dann hänge ich in der Animation fest für Ewigkeiten ungefähr. Was gibt's hier? Big Bennies. Wo die Textur erstmal nachladen muss. Herzlichen Glückwunsch. Das Klo geht immer noch nicht. Alter, die Sprache ist bei mir drecksleise. Ja, weil das gerade die Lautsprecher hier sind, die. Sind quasi nicht wahrnehmbar. Ja. Ich glaube, wenn direkt ein Voice kommt in Helm, ist auch manchmal, dann zerfetzt dir erstmal die Ohren. Ja, gut. Ich kann mein Headset absetzen, meine Viewer können das nicht. So, ich weiß, dass man hier sein Schiff reinbestellen konnte. Ja, Alter, aber ich mit der suche jetzt Textur uns gerade die nachlade. Helden. What the fuck, ey? Servus. Hi Hi. Alex, was ist da eigentlich kaputt? Ja, ich Ist habe den das hier. Waffenladen gefunden. So. Was spielt ihr, Ich Star request jetzt Citizen? erstmal mein Schiff. Wir testen gerade Star Citizen. So. Okay. Darf ich bitte hier weg? Danke. A06 09 05 08. Ich muss hier lang. Der Pfeil geht in die andere Richtung. What? Nein, das ist auch hier draußen. Das passt. Hallo. Hä? War nicht hier der Pfeil dran? Hier, der blaue Pfeil. Unter mir Ja, jetzt. das ist doch Verarsche. Das andere ist Strut, eine Firma, würde ich mal sagen. Ja, puh. Sollen sich mal raffen, aber das. Lädt das bei dir auch so Danger krass nach mit Space. den Texturen? Nee. Bei mir ist es richtig gruselig hier. Irgendwann müssen wir mal testen, hier ohne Raume zu klein zu gehen. Könnte 06 ungesund hast du sein. gesagt, oder? Hier lang. Also mein steht da vorne. Da. Dir gehört nicht die Hornet? Nein. Schade. Sehr schön, dass das schon mal alles so weit funktioniert. Dann ist es ein Einsitzer, oder? Ja.
Was passiert, wenn ich einfach mit reingehe? Weiß ich nicht, du kannst hier hinten hinstellen. Es könnte nur unangenehm werden, wenn ich fliege. Hm. Ich nehme mal Platz, wir gucken mal, was passiert. So, bin drin. Habe ich noch nie wahrscheinlich glitscht du einfach gleich brutalst durch meinen Mac raus. Und werde erstmal sterben und alles verlieren, was ich habe. Ja. Was jetzt zum Glück noch nichts ist. Könnte passieren. So. Interface, hoffen Sie sich. Gut, theoretisch müsste es ja gönnen, weil sie haben es ja schon implementiert, dass jedes Schiff innerhalb eine komplett eigene Instanz ist, die losgelöst ist vom Rest des Universums. Also ich heb jetzt gerade ab. Ja, und ich stehe hinter dir und schau dir zu. Also ruckelt brutalst. Und jetzt bin ich irgendwie gestorben. Okay. Irgendwie die Station gerade auch angegriffen. Irgendwas schießt hier. What the fuck? Ich sehe jetzt gerade meine Figur ohne Raumanzug im Weltraum fliegen. Aber nice. Das klingt ein bisschen ungesund. Ja, jetzt bin ich auch wieder aufgewacht, oder? Ja. Gut, das geht also schon mal nicht. Wir können das Ganze dann mal mit deinem Ding probieren. Aber was ist denn das für ein Beschiss? Alter, what the fuck? Ich werd hier gerade voll zerbombt. Okay, ich wurde gerade zerstört. Ja, ich weiß. Ah, irgendein Spieler erlaubt sich einen Spaß und schießt Flugzeuge ab. Inbound, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der will schon Ruf dafür sammeln, dass er dann auf die Piratenstation kann. Ja, viel Spaß. Du hast jetzt dein Schiff verloren, oder wie? Das werden wir jetzt sehen, ob ich das nochmal neu requesten kann. Ich gehe eigentlich stark davon aus. Ja. Hallo? Okay, also mein Raumanzug krieg ich schon mal scheinbar nicht wieder. doch, den kannst du eigentlich theoretisch. Also in meinem Kleiderschrank jedenfalls nicht. Was ist denn das? Wie hast du deinen wiederbekommen? Ich hab meinen noch nicht an. Also in meinem Kleiderschrank kann ich nicht nehmen. Ich komme auch aus meiner Tür gerade nicht raus. Doch. Ich gehe jetzt einfach nochmal da runter, wo ich eben war. Ah doch, ja, hab meinen. Wie? Du kannst auch, vor jeder Schleuse ist noch so ein Schrank, wo du einen neuen haben kannst. Du nimmst einfach irgendeinen random. Ja, du, ich bin eh Guaranteed Defense und schauen wir mal da die Anzüge an. Die es da gibt. Ich kurz erstmal, ob ich mein Schiff nochmal requesten könnte. Ja. Müsste gehen, du hast ja Lifetime Insurance bei den 3900 Dinger in 6 Minuten 20. Achso, ich könnte es jetzt für 3800 anfordern, ansonsten in 3 Minuten irgendwas. Ah ja. Ach stimmt, da steht sogar hier unten. Expired Service powered by ProtLife Insurance. Genau. Und wahrscheinlich, wenn jetzt hier 6 Minuten noch was ablaufen, dann müsstest du es für umsonst wiederbekommen einfach. Ja, das ist ein faires System eigentlich. Ja. Wo bist du? Ich stehe hier in der Ecke und hüpfe. Da, hi. So, oh, Cappy auf. Lol, du bist unsichtbar bei mir. Oh man, nice. Ich sehe nur den Punkt CK hier rumfliegen. Ich habe auch keine Beine im Moment, merke ich. Hilfe! Warte mal. Geh mal hier her. Ja. Hier müsstest du eigentlich deinen Raumanzug anzünden können. Warte mal, wieso habe ich meinen eigentlich nicht an? Standing by, accessing storage. Wardrobe ready. Touchscreen to change clothes. Also ich kann hier nichts machen. Ich habe keine Ahnung, ob ich meinen anhabe oder nicht. Weiß ich nicht. Wenn du F3 drückst, müsstest du dich eigentlich sehen. Ich sehe dich nur überhaupt nicht. Wenn ich F3 drücke, passiert nichts. Ah, ich sehe hier mal wieder den fliegenden Säcker-Punkt vor mir. Ich hatte doch vorher einen Raumanzug an. Keybinding. So. Also ich habe jetzt wieder einen an. F4. Ja. Gut, ich sehe mich auch nicht, also ich bin unsichtbar einfach. Wir können jetzt mal in die Schleuse gehen und mal gucken, was passiert.
Ja, du schau dir mal hier, wo ich gerade stehe, erstmal die Anzüge an, die du sonst noch kaufen wo stehst könntest. Du denn? You wieder der, der springt. Lost, ja, da. Okay. Ja. Du hast gerade keine Beine bei mir. What? Ich habe schon wieder keinen Anzug an. Okay, es ist Alpha. Scheint gut zu laufen, ha? Huh? Sparrow Light Armor. Das sieht ziemlich fett aus. Ja, das sind so diese Kampfanzüge. Den hast du jetzt an, ja. Jetzt bist nur noch dein Kopf da. What the fuck, das ist voll creepy mit dir gerade hier. Jetzt bist du nur noch der Punkt. Jetzt ja, dann haben wir was gemeinsam. Stürzt gerade das Spiel ab, glaube ich. Ne, es hat sich gerade nochmal gefangen. Alter, dieser Raum hier ist super creepy. Ich gehe jetzt nur so eine Pressure Chamber und gucke mal, ob ich daran down gehe oder nicht. Warte, jetzt ziehe ich erstmal wieder einen Anzug an. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich einen Anzug anhabe oder nicht im Moment. Wenn du dich zu weit von der Schleuse entfernst, dann hast du keinen mehr an. Dann zieht er den automatisch aus. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier down gehe oder nicht. Okay, ich hatte keinen an. Und weg ist der Punkt. So viel dazu. Das heißt, du hattest wahrscheinlich schon einen an, allerdings wahrscheinlich hast du den jetzt gerade wieder ausgezogen. Oder so, je nachdem. So, mal schauen, wann er den jetzt wieder auszieht. Alter, was war das? Ich habe ein Crime-Stat-Rating von 1. Warum eigentlich? You're being processed by Crusader Security for criminal activity. Selbstmord ist eine criminal activity? Wo siehst du das? Nach dem Respawn. Okay. Ich habe jetzt meinen Anzug wieder an, aber ich kann meine Tür nicht öffnen. Hallo? Ist das vielleicht die Respawn-Penalty, dass ich da nicht raus darf dann in dem Zeitraum? Keine Ahnung. Also ich habe jetzt mal mein Schiff gespawnt, ist ebenfalls jetzt bei A6. Ja, ich versuche gerade hier aus meiner Tür rauszukommen, das ist nicht so einfach für mich. Jetzt. Also A6. Werde mich dahin begeben. Also einfach 06. Dann werden wir sterben. Check einmal vor, die 6 Minuten müssen jetzt herum sein, ob ich mein Schiff jetzt nochmal nur rufen könnte. Ja, also es funktioniert so, wie ich. Ich drücke jedes Mal Escape, wenn ich von diesem blöden Bildschirm weg will. Ja, dabei müssen wir einfach bloß weggehen. Ja, richtig. So, depressurized. Cycling. Pressurized. Okay, diesmal habe ich meinen Anzug an, da passiert mir nichts. Junge, verschwinde, mein Schiff. Knall ihn ab. Ich schau mal, was jetzt passiert, wer gerade auf der Rampe steht. Ja, scheiße. Ist er jetzt drin? Ja, ich habe ihn gerade bei mir eingesperrt. Hi. Bist du das? Ja. Das bin ich. Gut, dann können wir fliegen. Ja, momentan Ruckler des Todes. Aber nur ganz kurz. Wahrscheinlich sabotiert der Typ uns jetzt voll. Wo kann ich denn hier? Also, ich gehe hier mal in die hintere Konsole. Oh ja. Aber jetzt keine Ahnung, ob der Typ noch drin ist oder nicht. Ja, das ist ja sein Problem. Der wird ja wahrscheinlich gleich so rausglitschen wie du eben bei mir. Sitzt du? Ich sitze, alles cool. Ich will jetzt mal gucken, ob das funktioniert hier. Ah, okay, das meintest du vorhin damit. Da oben. Weapon, Missile. Oh mein Gott, warum rotieren wir so hart? Weil ich mich gerade umschaue. Das ganze Schiff wackelt. Was haben wir denn hier alles stehen? Also ich habe gesehen, dass es NPC-Guards auf jeden Fall gibt, weil die haben eben diesen Piraten angegriffen, der uns hier beschossen hatte. Der mich zerlegt hat. Da drüben steht irgendwas Schwede. Fettes. Schau mal, was hier Fettes steht. Ja. Spiel stürzt ab bei mir. Ja, das hatte ich auch eben, aber es hat sich wieder gefangen irgendwie. Ja, jetzt hat er sich gefangen. Kann man... Oh mein Gott.
Du hast dich gerade sowas von hart zur Seite geruckelt. Echt? Oh ja. Das ist schon ziemlich cool, das ist so ein Schiff. Das ist ein echt schönes Schiff. Jo. Das ist schon ziemlich cool, zu zweit dann so ein Ding zu fliegen. Und da brauchst du ja 4-5 Crewmitglieder, glaube ich, für das Ding dann, ne? Ja, sowas. Also ich glaube, im Cockpit... What the fuck? Cockpit 2 oder 3? Ja, Cockpit sind 3 Leute, können rein, wenn ich das richtig weiß. Ich die anderen Stellen nur noch besetzen. Ah, schau mal, das hier ist nicht das einzige Landing Pad, wo wir sind. Da drüben ist noch eins und... Hier sind auch nochmal 2. Warum hat mein Typ eigentlich die permanent so Kammer flimmern, Mann? Ist das bei dir auch so krass? Dass der permanente Impuls von 170, 180 hat? Wieso, was ist der denn unten das? Unten rechts. Contact. Now scanning. Meinst du dieses Contact. IR? Ja. Das ist vom... von deinem Schiff. Die Hitzesignatur. Sicher? Ja. Warte mal, müsste ich mal kurz... Hallo, Displays? Kann ich wahrscheinlich hier hinten irgendwie machen. Weil ich hab... ein Schiff hat ja keine 3 verschiedene Werte irgendwie haben. Ja. Ein Schiff detect ist und Hitzesignatur ist eines davon. Ich habe keinen Zugriff auf deine Hälfte von deinen Systemen. Access denied überall. Voll die Frechheit. Ja, das habe ich vorher auch gehabt, weil es noch nicht implementiert ist. Okay. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich cool, was ich alles so einstellen kann bei dir, ne? Mhm. Ich kann einfach deine Power runtersetzen. Hört sich gut an auf jeden Fall, wenn ich das mache. Funktioniert das? Warte mal, ich fliege mal ein bisschen weiter weg vom Port Olisa. Ja, mach mal, dann kann ich ein bisschen experimentieren. Ah. What the fuck, System Overheating? Was machst du denn? Ich habe gerade alle Energie auf deine Schilde gegeben, keine mehr auf deinen Antrieb. Ja, ich merk's gerade. Ja, Moment, ich korrigiere kurz. Das kann man ziemlich hier feiner, von der Feinabstimmung her machen. Hm. Wenn man das hier noch besser lesen könnte, wäre es einfach ziemlich cool. Cool, schauen wir nach vorne. Ich fliege gerade im Decoupled-Modus. 200 rückwärts. Nice. Weg von der Station. Sieht cool aus mit dem Staub und der uns vorbeizieht, ne? Da hinten ist ein anderer Spieler, oder was ist das? Dieser Eiko-Mensch, der sich da von uns entfernt. Ah, jetzt bin ich im Cruise-Modus. Nochmal V drücken. Ja, okay. Arm Missile. Warum kann ich die nicht armen? Gute Frage. Schau ich mal schnell. Pelotype Cluster Lock-on, keine Ahnung. Size 2. Arm Missiles 054. Ach, ich hab keine. Weapons online, yeah! Ja, vielleicht jetzt. Noch nicht arm. Weil ich wahrscheinlich keine drin drauf hab. Weapons guns not available. Ja, die gehen auch noch nicht. Die habe ich bloß ich auf meinem Screen. Okay, also ich kann quasi theoretisch deine Power cutten. Wenn ich möchte. Und ich kann deine Energie umverteilen. Alter Schwede, Was? Ja. Ich habe gerade ein Ziel gelockt. Das ist eins dieser großen Dinger, die hier rumfliegen. Genau, wie die heißen, Taurus, Aquila. Dann kann ich deine Schilde hier... Was tust du da? War ich nicht? Er soll auf irgendwas schießen. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Hm? Und wir haben den Bonobo bei uns im Team. Was haben wir? Der Typ, der ist wirklich im Frachtraum. Ernsthaft? Haben wir den quasi entführt? Ja, sehr gut. Ich flieg mal wieder zur Station zurück. Nee, stimmt, die Tür geht gerade auf hinter uns. Nee, das bin ich. Hä? Okay. Hab gerade geschaut, ob der Boost im Cruise-Modus geht, aber der geht nicht. Okay. Ah! Okay. Wie kann ich das jetzt auswählen? Mit B kommt man in den Cruise-Modus.
Irgendwas kommt uns entgegen, ne? So, ja. Also mit Kilo. B bin ich jetzt in diesem Sprungmodus drin und ich könnte auch Put oder dieser auswählen, aber ich weiß nicht, was ich da jetzt drücken muss. Warte. Keybinding. Quantum Travel System war das, ne? Ja. Was schießt hier? Der Typ, aber die Waffen sind jetzt eh offline. Der hier drin ist mit uns? Ja, der sitzt im Turm drin. So, what the fuck? Contact, contact. Definitely not friendlies. Irgendwas schießt da rechts, hinter uns. Ja, ich merk's. Ich hoffe, wir crashen jetzt nicht volle Pulle irgendwo hier rein, irgendein nee. Strut. Ja, aber da wird er mir gar nicht schlecht bei. Ich glaube ich auch, das euch da. Versuchen uns mal da auf den B-Deck oder so, aber das ja, ist zu lassen. Okay, wir werden gerade beschossen. Unsere Schilde rechts sind down. Ich glaube, wir gehen gerade ziemlich down. Oh Gott! Irgendwas beschießt uns hier. Warum kann der uns hier drin beschießen, Mann? Ja, ich frag mich auch hier gerade. Gut ist, seine Schilde sind ziemlich stark. Okay, nicht stark genug. Okay, drei Leute sind draufgegangen. Ich kann einfach nichts locken. Ich weiß auch nicht wieso. Irgendwie mag er meine Maus wahrscheinlich nicht. Was ist das für ein Scheiß, ey? Verlieren jetzt die Nationalisten hier. Ich weiß immer nicht, was hast du. Steht bei dir auch jetzt ein Crime-Stat-Rating? Nee. Okay, dann gilt Selbstmord tatsächlich als Verbrechen hier. Es gab doch noch irgendwo dieses andere, diesen anderen Port, oder? Wo man hin konnte. Auf diese Planetenoberfläche. Ja, du meinst den Arkorb, also diesen echten Planeten. Genau, wie kam man da hin? Ich weiß nicht, ob man von hier irgendwo hinkommt. Kann ich hier irgendwie aus dieser... Ob es hier irgendwo einen Aufzug oder sowas geben müsste. Ja, müsste es eigentlich, oder nicht? Also ich weiß, dass man vom Port von Arkorp wieder zurück nach Port Odisa kommt, aber... Genau. Ich komme wieder nicht aus meiner Zelle hier raus, Mann. Ja, doch, jetzt. Ich glaube, es liegt echt in der Respawn-Penalty. Also ich bin sofort rausgekommen. Ich schätze mal eher, dass es bei dir wahrscheinlich ewig nachlädt. Nee, ich habe eine Respawn-Penalty. Zeig dir mir auch an. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass... von meinem Selbstmord der Fall war. Lol, drück mal F12 und lest den Chat. What the fuck? Die Schiffe sind nicht gelockt. Du kannst in jedes verfickte Schiff einsteigen, das da gespawnt ist. Ja, stimmt, das hatte ich aber auch schon. Ist hier nicht irgendwo ein Fahrstuhl, wo man dann sich beamen kann? Warte mal, wenn es heißt, dass man in jedes Schiff einsteigen kann. Ja, ich schau mir mal das große da nochmal genau an. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wo stand das ungefähr? Welches Landingpad? Weißt du das noch? 01, 02 sind, glaube ich, die großen. Ich bin jetzt mal auf 10 gegangen. Ich gehe einfach mal hier raus. Habe ich meinen Raumanzug an? Ja, habe ich. Diesmal nicht down gehen. Okay, 01 sind nicht die großen. Aber hier steht eine Freelancer. Auf. Keine Ahnung, wo ist denn das? Geht's denn hier hin? Kann man die nach oben oh, oh. Oder so? Oh oh. 0002?
00 ist ein großer anscheinend. Ja. Ich sehe hier irgendwie keine Beschriftung. Ja, hier steht was bei mir. Also hier steht eine Freelancer. Leute, ja, hi. Der Raptor-Mensch ist hier. Das ist der, der die gestohlen hat. Warte mal, aber müsste doch theoretisch... Schauen wir uns mal um. Okay, oder wir sind wahrscheinlich auf einer anderen Plattform gespawnt. Könnte, ja, natürlich könnte entweder sein. Da drüben sein oder auf der anderen Seite, ne? Wir können ja mal einmal rübergehen auf die andere Seite. Aber hier stehen dieselben Schiffe wie bei uns vorher gerade. Hier steht immer noch die Hornet und diese Alpha. Das ist schon der, allerdings hat er da jetzt die Freelancer gepackt. Okay. Hier ist doch irgendwo noch ein großer. Also ich glaube, der hat, jede Plattform hat zwei große Spawns. Ja, auf der anderen Seite gegenüber, denke ich mal. Wie auch immer wieder hinkommen. Ja, da hinten steht... Was steht denn da? Also ich sehe da eine Aegis... hier, der 10er ist noch ein großer. Aber da steht nichts drauf. Oh Gott. Zehn und 9 sind auch nochmal große. Wenn die Energie plötzlich weg ist. Ey, wieso kann ich jetzt hier nicht mehr boosten? Weil hier Gravitation wirkt. Frechheit. Deswegen stürzt er ja auch ab. Warte mal, hier müssen wir noch irgendwie hochkommen. Ship Deck. Hier sind die Gangways. Hier ist irgendwo sicher doch auch. Ich bin oben. Wir sind noch nur kleine. 7 und 8. Ja. 10 und 9, also da wo wir gerade vorbeigelaufen sind, sind noch große, aber ja. Da ist halt nichts. Da, die wird mir hier zum Beispiel echt raushängen. Die sieht auf jeden Fall super sexy aus, das Ding. Das ist eine Gladius, die hast du im Tutorial spielen können. Das ist ein reinrassiger Jäger und die wollen 110 Euro für das Scheißteil. Ja, what the fuck. Sonst geht's aber. Also das Ding kostet mehr wie meine Cutlass. Okay. Auf den drüberen Landingpads sehe ich auch nichts stehen. Also da könnte man tatsächlich wirklich rüberfliegen. Jetzt hat der Scheiß hier auch angefangen zu rotieren. Das, vorhin ist das, war das irgendwie nicht der Fall bei mir. Was? Die Ringe. Ach so. Die Ringe? Doch, die rotieren schon die ganze Zeit. Okay, bei mir vorhin nicht. Ich habe sogar einmal versucht, auf ein anderes Landingpad darüber zu fliegen. Ja, da sind dann noch welche. Also es ja. Portal, die Seite, glaube ich, wenn ich mal kurz nachrechnen, ich glaube 8 Stück insgesamt. Und bin einmal aus Versehen voll gegen diese Ringe geklatscht. Herzlichen Glückwunsch.